Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Guide-Video zur Protosynthesenschmiede präsentieren. Und zwar wollen wir uns heute ein bisschen die Materialien da anschauen. Dazu soll es insgesamt 3 Videos geben. Heute wollen wir uns die Special Mount Materialien anschauen. Das sind insgesamt 10 Stück. 9 davon habe ich hier schon im Inventar. Und dann wird es noch 2 andere Videos geben. Und zwar einmal für die ganzen Schimmer-Items. Das sind nämlich relativ viele. Und dann nochmal 1, wo man die ganzen Gitter herbekommt. Ich splitte es so ein bisschen in 3 Teile, weil sonst das einfach den Rahmen von einem Video ein bisschen sprengen würde. Gut, ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein. Die Protosynthesenschmiede haben wir hier unten bei den Koordinaten 70, 28. Die müsst ihr natürlich erst freischalten über eine kleine Questreihe. Und das hatte ich euch ja auch schon in einem meiner anderen Videos gezeigt, wo wir uns nämlich die kompletten Pläne besorgen können für diese Mounts. Falls ihr die Schmiede noch nicht freigeschalten habt, beziehungsweise die Pläne noch braucht, die ich jetzt hier schon gesammelt habe, dann empfehle ich euch da nochmal reinzuschauen. Da zeige ich euch, wo ihr jeden einzelnen Plan kriegt. Um jetzt so vielleicht ein bisschen euch zu zeigen, was man immer braucht für die einzelnen Mounts. Wir benötigen immer die Genesis-Splitter. Dann brauchen wir ein Gitter. Das könnt ihr euch unter anderem auch mal Haar kaufen, wenn ihr ein bisschen Gold über habt. Und dann brauchen wir immer eine Mount-Spezial-Splitter. Ressource. Die erste Spezialressource, auf die ich eingehen will, ist hier einmal das Werkzeug des unbegreiflichen oder Werkzeug unbegreifliche Experimente, so rum. Und dieses können wir einmal aus einem Raid-Boss rauslooten. Dafür müssen wir in das Mausoleum der Ersten und dann haben wir hier den Raid-Boss Liuvim, so rum, dass ich es nur ausgesprochen kriege. Und der hat aktuell laut WoW Head eine 3%ige Drop-Chance, das Ding zu droppen. Ja, sprich, im Moment kann man nur NHC gehen. In der Woche wird man auch im LFR reinkommen können und dementsprechend kann man das in allen Schwierigkeitsstufen erfarmen. Das Schmuckstück reine Innovation bekommen wir einmal hier bei Firim in der Höhle, also Höhle des Verbannten. Da müssen wir einmal rein und wenn wir dann in der Höhle drin sind, seht ihr, müssen wir einmal hier reinlaufen, an Firim vorbei und hier hinter ist so ein Pad. Und dort ist so ein kleines Bettchen, Sofa, keine Ahnung, was das sein soll. Und hier drauf kann man dann so ein Item anklicken. Ja? Davon könnt ihr maximal 2 haben, brauchen wir auch für 2 Mounts. Und das ist relativ selten, hat anscheinend eine ewig lange Respawn-Zeit. Ich habe jetzt einfach das so gemacht, dass ich ein bisschen Server gehoppt bin. Ich glaube so 30 Server bin ich durchgehoppt, dann habe ich es gefunden. Gleich mit meinen beiden Chars rausgelootet. Und das können anscheinend mehrere plündern. Wird wahrscheinlich dann nach ein paar Sekunden oder ein paar Minuten despawnen. Und dann dauert es halt wieder eine längere Zeit, bis das wieder auftaucht. Also wenn es da ist bei euch, dann könnt ihr es euch einmal mitnehmen und vielleicht auch anderen Leuten Bescheid sagen. Den Offenbarungsschlüssel könnt ihr dann von einem Rare euch holen. Und zwar heißt der Rare Beschützer der Ersten. Und den haben wir hier oben bei den Koordinaten 39, 26. Um da heranzukommen, also an dem Rare, müsst ihr erstmal hier eine Wand öffnen. Und zwar ist die einmal hier vorne dran und dann habt ihr hier 2 so Konsolen. Und über den Konsolen sind Symbolchen. Und jetzt hier in dem Bereich um den Rare hier rum sind die Zeichen auf dem Boden. Die könnt ihr anklicken und dann müsst ihr mit dem jeweiligen Zeichen an die Konsole laufen. Das müssen aber Minimum 2 Spieler machen. Heißt, einer muss halt dann das Symbol holen, was quasi über der Konsole ist. Und einer über der anderen Konsole. Die müssen sich gleichzeitig mit den richtigen Symbolen hinstellen. Dann geht die Tür auf und dann könnt ihr den Rare umklopfen. Alternativ könnt ihr es auch so machen, wie es ich gemacht habe. Ich bin quasi reingelaufen. Jetzt, wenn der Rare nicht da ist, dann ist auch die Tür nicht da. Ein bisschen Server hoppen oder nach dem Beschützer der Ersten suchen. Und sobald ihr die Gruppe gefunden habt, seid ihr schon drin und müsst die Türe nicht mehr aufmachen. Wenn ihr dann den Mob an den Rand zur Türe hinzieht, geht die Türe automatisch auf und ihr könnt euch das sparen und theoretisch den Boss auch alleine machen. Aber wie gesagt, besser ist es wahrscheinlich, wenn ihr das mit 1-2 Leuten macht, dann kriegt ihr den Rare auch schneller runtergehauen und dann macht ihr halt einfach dieses kleine Symbolchenspiel hier. Der Schlüssel an sich hat eine Drop-Chance von um die 10% und ja, das geht eigentlich. Ihr braucht 2, wenn ihr beide Mounts craften wollt. Um das kristallisierte Echo der Ersten zu bekommen, müsst ihr einfach so kleine Kristalle anklicken. Da könnt ihr die nämlich rauslooten. Hier hinter mir seht ihr gerade schon mal 1. Und diese Kristalle befinden sich bei Wasserfällen hier in der Nähe vom Raid-Eingang. Also wir haben da insgesamt 5 Spots. Ihr seht, ich bin jetzt hier unten auf den Koordinaten 78, 54. Und hier gibt es unten 2 Spots bei den Wasserfällen. Hier oben bei den Koordinaten 70, 45. Und hier unten bei den Koordinaten 77, 60 gibt es dann auch nochmal 2 Spots ebenfalls bei den Wasserfällen. Und das könnt ihr dann einfach anklicken. Und da ist dann das Zeug drin. Ihr könnt aber maximal nur 3 tragen. Und ja, ich habe jetzt schon die maximalen 3, denn ihr könnt damit 3 Mounts erstellen.
Dann kommen wir zum unendlichen Ruf des Windes. Und zwar kriegen wir die Materialien von bestimmten Vögeln. Unter anderem verbesserter Ornith schimpfen sich die. Und wo das genau ist, zeige ich euch jetzt mal. Wir haben einmal diese Vögel hier auf der Insel vom Raid-Mausoleum der Ersten. Eigentlich großflächig rumflattern. Wir können jetzt mal ein paar Spots ablaufen. Und alle diese Vögel können quasi diese Materialien droppen. Die droppen die relativ schlecht. Ich habe jetzt insgesamt 87 von den Vögeln umgehauen. Und eine Materialie mit dem Main und eine mit dem zweiten Account gekriegt. Die sind aber Gott sei Dank Battlenet-Account, also man kann die zusammenschicken. Mehr als zwei braucht ihr auch nicht, dann könnt ihr nämlich alle Mounts damit quasi bauen. Also, wir haben jetzt hier oben, seht ihr, zwei Vögel rumflattern. Und dann sind die hier an mehreren Stellen. Also wir laufen jetzt mal hier hinten einmal raus. Wir haben dann einmal einen Spot hier unten. Und zwar hier in dem Nest ist einer drin. Oben hier in dem Nest sind auch nochmal zwei, beziehungsweise es fliegt hier auch noch einer rum. Das Problem ist, die kriegt man da relativ blöd runtergepult. Manchmal backen die. Dann ist quasi hier noch einmal einer, wenn ihr hier hochlauft. Dann haben wir hier unten an den Felskanten ein paar hocken. Da ist unter anderem einer. Hier haben wir welche, da sind nochmal welche. Hier vorne hocken auch zwei. Dann ist da unten noch einer. Hier, da müsst ihr aber runterspringen, den könnt ihr irgendwie nicht hochpullen. Der backt nämlich dann, wenn man versucht hochzupullen. Dann hocken unten zwei. Einmal hockt hier hinten auf der Kugel einer. Und dann hockt da unten nochmal einer. Dann haben wir hier hinten noch einen. Und wenn wir dann einmal hier rüberlaufen, haben wir hier oben einen sitzen. Und dann könnt ihr eigentlich mit dem Goblin-Gleiter, wenn ihr den habt, hier rüber flattern. Und zwar hocken zwei hier auf dem Stein. Und dann haben wir noch zwei hier unten. Also das sind die, die ich eigentlich mal abgelaufen bin. Einmal im Kreis rumlaufen, die spawnen relativ gut wieder nach. Und ja, es sind halt immer nur ein, zwei zusammen. Also heißt, mit der Ehen sieht es halt ein bisschen schlecht aus. Und ja, ein bisschen muss man da tatsächlich schon farmen. Das sind eigentlich soweit die Spots. Vielleicht gibt es nur eins vor mehr, da fliegen auch teilweise hier welche rum. Aber im Großen und Ganzen gibt es die da. Eine Alternative ist auch, dass man die hier hinten noch farmen kann. Da sollen auch noch mal ein paar hocken auf den Klippen. Ich habe es jetzt aber tatsächlich hier oben gemacht. Dann schauen wir uns an, wo wir die ewige Wutperle bekommen. Und zwar kann die von verschiedenen Mobs droppen. Wir sind einmal hier oben bei der Worldboss-Insel auf den Koordinaten 47, 10. Und hier sind ein Haufen Elite-Mobs. Und diese Elite-Mobs können alle die Perle einmal droppen. Ich habe die jetzt so hier schon normal beim Dailies machen bekommen. Aber ihr seht hier, mein Addon zeigt das auch an. Also die kann man hier überall kriegen und die scheint relativ einfach erhaltbar zu sein. Dann schauen wir uns an, wo wir die Protoform-Empfindungskrone herbekommen und die bekommen wir von allen Automa-Mobs. Am besten könnt ihr sie meiner Meinung nach hier in dem Bereich farmen. Ich bin jetzt hier auf den Koordinaten 60, 46. Hier sind nämlich neben den 2-3 Elite-Mobs auch ewig viele Non-Elite-Automa-Mobs und ich habe hier in 20, 30 Minuten eigentlich zwei von diesen Kronen bekommen. Das ging relativ gut. Eine habe ich tatsächlich auch in der Raid-Instanz bekommen. Da sind ja auch ein Haufen feindliche Antoma oder Automa. Und dementsprechend kann man das da auch ganz gut farmen. Ich kann euch das jetzt mal zeigen. Also am besten farmt ihr da oben die Non-Elite mit, die hier. Und unten sind dann auch noch mal welche. Und die spawnen hier relativ zügig tatsächlich. Man kann die hier recht gut farmen. Es gibt noch ein paar andere Spots. Die kann ich euch jetzt auf der Map auch noch mal einmal zeigen. Und zwar hier oben auf der Insel gibt es auch einen Haufen Automa. Vor allem die Arbeiter droppen das relativ gut. Und einmal in dem Gewölbe hier gibt es auch ein paar, die man farmen kann. Wie gesagt, ich finde aber den Spot hier tatsächlich am besten. Da sind am meisten Mobs, die ihr zusammenziehen könnt. Dann schauen wir uns mal an, wo wir das Schlundgeschmiede Zaumzeug herbekommen. Und das wird jetzt ein bisschen schwieriger tatsächlich. Wir müssen einmal in die Raid-Instanz rein. Und zwar im Mausoleum der Ersten. Und dort müssen wir dann den ersten Boss töten. Wir können das leider nicht im LFR machen. Ihr könnt es im NHC, HC und Mythic einmal angehen. Der erste Boss muss einmal gelegt werden. Und dann müsst ihr dementsprechend hier das Portal nach rechts benutzen. Und ja, ein paar Trash-Mobs töten, bis ihr hier eine Truhe freigespielt habt. Und in dieser Truhe ist dieses Ding drin. Ihr könnt das für drei verschiedene Mounts nutzen. Heißt, ihr braucht das dreimal, wenn ihr alle Mounts craften wollt. Und es ist hier so, dass ihr es auch dreimal looten könnt. Ihr müsst aber noch ein bisschen was machen, um diese Kiste freischalten zu können. Ich habe das in der Gruppe gemacht, wo die Leute schon eine ID hatten, um dementsprechend dann einfach die Ressource einmal zu holen. Ich kann euch das jetzt hier einmal zeigen. Und zwar, wir sind jetzt hier, seht ihr auf der Map,
dran, wo ich euch eben gezeigt habe. Hier ist diese Kiste unter meinem Rare-Tracker. Und wichtig ist, dass ihr diesen Zuchtmeister Xypro nicht tötet. Den braucht ihr nämlich. Die Kiste hat nämlich, wie ihr seht, hier ein Schild drauf. Und wir müssen dieses Schild erstmal entfernen. Wie entfernen wir dieses Schild? Wir müssen diesen Mob töten und einen Schlüssel looten. Wir können ihn aber nicht einfach so töten, sondern wir müssen ihn töten, während er einen Buff hat. Und zwar ist es so ein Synergie-Buff. Diesen Synergie-Buff bekommt er, indem der Mob stirbt, während ihm quasi diese illegalen Sammler umgeben. Heißt, man pullt den Mob, haut ihn ein bisschen runter und dann zieht man ihn zu einer Gruppe illegaler Sammler oder die illegalen Sammler zu ihm und tötet ihn, dann droppt einen Schlüssel. Den Schlüssel kann man verwenden, um die Kiste aufzumachen und dann können alle das Zeug looten. Ich kann jetzt mal ein bisschen hier vorhoppen. Ihr seht, wir haben den Typen gepullt, haben ihn dann runtergehauen und jetzt haben wir hier diese illegalen Sammler hergepullt, ne? Und indem wir die ranpullen, bekommt er jetzt dann seine Stacks. Und erst dann dürft man ihn töten. Ihr seht, er hat 3 Stacks jetzt hier oben. Und jetzt ratschen wir ihn quasi runter. Wenn er gebufft ist, macht er ein bisschen mehr Schaden. Wird es ein bisschen eklig. Deswegen sollte man ihn vielleicht eher am Anfang erst ein bisschen low hauen. Dann ist es ein Ticken einfacher. Die Sammler kann man danach natürlich auch töten. So, der Typ stirbt jetzt. Und wenn man jetzt einmal reinlootet, kriegt quasi einer aus der Gruppe einen Schlüssel. In dem Fall war das tatsächlich ich. Jetzt müssen wir mal gucken. Genau, ich habe den hier, seht ihr, einmal im Inventar den Schlüssel. Ihr müsst den dann aktivieren, ja. Also wenn ihr jetzt auf die Kiste draufklicken wollt, steht verschlossen dran, das geht nicht. Ihr müsst quasi dann im Inventar, also der Spieler, der ihn bekommen hat, hier seht ihr es, Sicherheitsüberbrückungskugel schimpft sich das Ding, müsst es dann einmal aktivieren. Wenn ihr es aktiviert habt, verschwindet die Blase und dann könnt ihr das looten. Und ihr seht, ihr könnt da mehrmals draufklicken, ja. Ihr braucht dieses Ding, wie gesagt, 3-mal. Das hat auch ein quasi Maximum von 3-mal, also ihr könnt es auch nicht mehrmals rauslooten. Wenn ihr weiter draufklickt auf diese Kiste, dann kriegt ihr es quasi in der Post nochmal geschickt und könnt es dann nochmal beim Händler verkaufen oder wegschmeißen. Ja, also am besten einfach die Kiste dann so lange spammen, bis ihr es 3-mal im Inventar habt. Das buggt dann teilweise ein bisschen. Und ja. Mehr ist es tatsächlich nicht, sprich einmal in den Raid rein, diesen Zuchtmeister pullen, zu den Sammlern hin, während er die Buff hat töten, einer kann den Key looten, den an der Kiste einsetzen und dann können alle die Kiste plündern und das macht ihr einmal und dann habt ihr quasi für alle Mounts eure Ressource zusammen. Dann kommen wir zum nächsten Materialien und zwar den unlegierten Bronzebahn. Der ist jetzt ein bisschen tricky zu bekommen. Ihr könnt ihn nämlich einmal die Woche über eine Konsole kriegen. Und zwar könnt ihr mit der interagieren und könnt dann einen von diesen verschiedenen Texten auswählen. Und dementsprechend, wenn ihr den vierten auswählt, habt ihr eine 10%ige Chance, diesen Bahn zu kriegen. So, jetzt mal von Anfang an, wie kommen wir zu der Konsole? Als allererstes müssen wir mit einem Char auf jeden Fall schon mal hier den Kampagnenfortschritt 6 von 7 freigeschalten haben. Wenn ihr das habt, braucht ihr auch noch zusätzlich Verständnis des Altesischen. Das könnt ihr bei Firmen in der Konsole skillen. Also Altesischen skillen und 6 von 7 haben. Wenn ihr 6 von 7 habt, dann könnt ihr auch fliegen, beziehungsweise habt hier dieses Portsystem freigeschalten. Wichtig ist jetzt, dass wir uns eine zusätzliche Rune holen, um uns quasi in diesen geheimen Raum reinporten zu können. Also ich fliege jetzt mal ein bisschen raus. Ihr seht, hier ist die Straße. Wir sind jetzt hier auf den Koordinaten 48, 25 und müssen jetzt hier hinter eine Höhle reinfliegen, ne? Also hier ist die Straße und hier geht es unten in eine Höhle rein. Und in dieser Höhle drin haben wir dann dementsprechend hier links eine Rune. Diese Rune können wir anklicken und dann haben wir einen neuen Ort entdeckt. Ja? Jetzt müssen wir einmal hier raus und unseren Balken hier am besten, ja, füllt ihn am besten voll oder zumindest 60 Energie solltet ihr hochfüllen. Dann gehen wir hier in die andere Höhle rein. Ich zeige es nochmal auf der Map. Das sind wir jetzt auf den Koordinaten 50, 31. Und hier ist es so, dass ihr dieses Portsystem drin habt. Ja, das haben wir mit der quasi Kampagne freigeschalten. Jetzt porten wir uns in diesen mittleren Raum rein, also hier einfach links, internen Locus-Gedönse. Und sobald wir uns hier reingeportet haben, laufen wir einmal auf die andere Seite und haben das andere Portsystem. Und zwar seht ihr, hier haben wir jetzt andere Räume. Ich habe jetzt hier schon 4 freigeschalten, 5 gibt es insgesamt. Die braucht man unter anderem noch für einen Pattern-Mount-Plan und für andere Schätze-Gedönse. Wir wollen uns jetzt aber hier in den mittleren Porten, den wir eben freigeschalten haben, bereichernde Alkoven heißt das, da porten wir uns jetzt rein, da brauchen wir nämlich nochmal ein bisschen Energie, deswegen 60 sollte der Minimum haben. Und dann sind wir hier, wo die Konsole ist. Jetzt klicken wir die Konsole an, klicken auf das vierte und ich kriege nochmal einen Barren raus. Ich weiß nicht, ob Blizzard das gebufft hat,
es hieß eigentlich, auf WoW hätte es halt eine 10%ige Dropchance, man braucht auch nur 2 Barren. Heißt, wenn, dann war ich jetzt ein richtiger Lacker oder die haben die Prozentchance hochgesetzt. Die Geschichte ist, die anderen Sachen könnt ihr jetzt nicht mehr drücken, ne? Ihr könnt immer nur 1 pro Woche auswählen und dann müsst ihr eine Woche warten. Wenn ihr jetzt nicht so ein krasses Luck gehabt habt wie ich und dementsprechend nur einen Barren oder gar keinen rausgekriegt habt, dann müsst ihr halt ein paar Wochen warten, bis ihr dann dementsprechend alle zusammen habt und dann könnt ihr eure Mounts bauen. Insgesamt braucht ihr für 2 Mounts das Ganze, also wenn ihr 2 habt, dann seid ihr aus dem Schneider. Dann kommen wir als nächstes zur Linse der fokussierenden Absicht und diese könnt ihr euch einfach bei einem Händler kaufen. Wir befinden uns einmal hier im Lager und zwar bei den Koordinaten 34, 64. Das ist dann der Rufhändler für die Fraktion hier, die Erleuchteten. Und hier müsst ihr einmal auf den Ruf respektvoll kommen und dann könnt ihr euch das einfach kaufen gegen 34 Gold, sprich ist relativ günstig. Wenn ihr schon da seid, nehmt am besten gleich 2 mit, denn ihr braucht es für 2 verschiedene Mounts. Damit haben wir uns dann alle 10 Special Mount Reagenzien angeguckt. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit ein bisschen weiterhelfen und wie eingangs im Video schon erwähnt, bastle ich für die Schimmer dann auch noch ein eigenes Video, beziehungsweise dann auch noch für die Gitterteile. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.